Also so ein Pech, dass das Studio zur Aufzeichnung unserer heutigen Sendung Deutschland sucht Germany's Next Top Talent unter Wasser steht, den Rohrbruch hat. Ja, jetzt sind wir hier gelandet. Ja, in einem Gemeindehaus. Ja. Kann doch auch schön werden. Ja. Na, wie unser Studio sieht das ja nicht gerade aus. Ja, man wollte niemanden bevorzugen oder benachteiligen und hat deswegen alle gültigen Karten auf die nächste Show umgebucht. Aber da sind ja doch ein paar Leute. Das sind Leute von der Kirchengemeinde. Die hatten auch Karten für die Show und die konnte der Regisseur leider nicht abweisen. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Nun ja, es hilft nichts. Sonst müsste unsere Samstagabendshow ausfallen und es würde zum 100. Mal wieder der Spielfilm laufen, vom Winde verweht. Da hast du recht. Achtung, Ruhe, Konzentration bitte. Die Show beginnt. Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie zum Finale von Deutschland sucht Germany's Next Top Talent. Die Entscheidung. Begrüßen Sie nun mit mir die beiden Moderatoren. Ladies and Gentlemen, please welcome Michelle Runzinger and Carsten Tengelmann. Herzlich willkommen auch noch einmal von unserer Seite. Ich höre gerade von der Regie, dass wir jetzt schon extrem hohe Einschaltquoten haben. Atemberaubend, wie viele Menschen heute Abend an den Fernsehgeräten live unsere Show verfolgen. Ich bin sicher, dass wir heute einen unvergesslichen Abend haben werden. Davon bin ich überzeugt, liebe Michelle, schon allein wie bezaubernd, wie fantastisch du heute Abend aussiehst. Danke, Carsten. Aber ich glaube, da wäre das Publikum auch alleine drauf gekommen. Und dann noch so bescheiden, der Traum jeder Schwiegermutter. Deutschland sucht Germany's Next Top Talent, das Finale. Das heißt, heute wird endlich entschieden über Sieg oder Niederlage. Die Hauptentscheidung trifft natürlich unsere fachkompetente Jury. Die kritischen Augen und Ohren sind heute Abend die bezaubernde Heidi Klamm, die direkt von der Fashion Week zu uns ins Studio gekommen ist. Auf Thomas Kiesel müssen wir leider verzichten, der hat seinen Flieger in New York verpasst. Daher übernimmt seine Mutter, die bekannte Modeschöpferin, Thomasia Kiesel, die genannt Toni, seinen Platz in der Jury ein. Auch müssen wir heute leider auf unseren Jurymitglied Dieter Pfohlen verzichten. Dieter sitzt fest auf Sylt, da er keinen Platz mehr im Zug nach Hamburg bekommen hat. Durch das 9-Euro-Ticket sind alle Züge
von Sylt nach Hamburg oder von Hamburg nach Sylt proppenvoll. Dieter hat uns aber Ersatz geschickt, seine entzückende Schwester Dieter Pfohlen. Doch nun denke ich, es wird langsam Zeit, dass das Finale beginnt. Der erste Finalist wird heute Albert sein. Albert hat uns alle schon in den Vorrunden mit seinen verrückten Erfindungen und Experimenten mehrfach zum Staunen gebracht. Meine Damen und Herren, machen Sie sich auf einen Beitrag gefasst, der für Zündstoff sorgen wird. Ich darf den berühmten Erfinder Albert Zweisteit präsentieren. Der sieht aus wie ein verrückter Professor. Das ist noch freundlich gesagt. So ein Typ habe ich noch nie gesehen. Mal an jetzt mit deiner komischen Vorstellung, aber mach ein bisschen Hopp. Wir essen gleich. Wie, jetzt gleich? Ich habe mir auch schon ein paar Butterbrote geschmiert. Die liegen aber noch im hinter der Bühne liegen die noch. Soll ich Ihnen eins gleich holen? Hör mal, Albert, dein Ernst? So, Albert, jetzt atmest du noch einmal tief durch, beruhigst dich am besten und vergisst, dass die Dieter überhaupt da ist. Alles klar? Okay, dann leg mal los. Genau, es geht um deine eigene Show. Na, da sind wir ja mal gespannt. Was das wohl wird. Jo, dann fange ich mal an. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause an den Fernsehgeräten und hier im Publikum. Schon gleich am Anfang möchte ich Ihnen ein Hörgerät der besonderen Art vorstellen. Ich darf mal meine Tasche hier hinstellen, so. Sehen Sie diesen? Keinesfalls eine Erfindung für schwerhörige Senioren, sondern vielmehr ein hochentwickeltes Gerät, welches den menschlichen Gehörsinn um ein Vielfaches erweitert. Um Ihnen den Vorteil dieses Gerätes zu demonstrieren, bitte ich die Jury, sobald ich das Gerät eingeschaltet habe, sich etwas zuzuflüstern. Ich werde dem Publikum dann mitteilen, was Sie geflüstert haben. Verstanden? Also Albert, was soll der Affenzirkus hier? Was muss ich mir hier meine Zeit vergeuden mit so einem Käse? Glaubst du ganz ehrlich, dass wir sowas suchen? Wir suchen kein Topmodell oder Model, wir suchen ein Talent. Und dann sowas. Ganz ehrlich, was soll der Popanz? Du verbrauchst dir nur unsere Zeit und unsere knappe Atemluft in diesem Studio. Also, am Design musst du noch etwas ändern, Albert. Ja. Für mich hat dieses Teil schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem komischen Strohhut, den du auf dem Laufsteg vorgeführt hast in Mailand. Psst, da sieht man mal wieder, dass alle Modeschöpferinnen, genau wie die meisten Männer, keine Ahnung vom Mode haben. Dem kann man nur zustimmen. Weißt du noch, wie mein Mann einen Lachanfall bekommen hat? Mein Manfred, den kennst du ja, ne? Als ich ihm mein neues Sommerkleid im Stil der 60 gezeigt habe. Oh Mann. Er meinte komisch, dass das alte Kleid noch passt. Geht's noch? Ui. Psst, wir wollen doch nicht verpassen, wie der Typ sich blamiert. Aber das funktioniert zu 100%. Jetzt müssen Sie nur noch das flüstern. Na dann bin ich ja mal gespannt. Nun, ganz deutlich konnte ich den Klang Ihrer Stimme nicht vernehmen. Aber das liegt wohl an der schlechten Thermik hier im Saal. Verstehen Sie? Das ist ja sehr entscheidend, so die Thermik hier. Aber ich glaube, Sie haben gesagt, was für ein supergeniales Gerät. Mit Sicherheit nicht. Ich kann doch hier nicht vor Millionen Zuschauern einfach lügen. Dann haben Sie bestimmt gesagt, so ein Gerät hätte ich auch gern. Geht's noch?
Dies Gerät sieht total scheiße aus und das wird gesendet in die ganze Welt. Und du stehst hier mit diesem albernen Apparat. Meine Güte, was man sich hier alles bieten lassen muss für seine popelige Gage. Wirklich, ich fasse es nicht. Da das funktioniert, das muss an der Thermik liegen. Was hat sie denn nun geflüstert? Ich will auch mitlachen. Oder belustigt man sich etwa über meine Person? Also er hat gesagt, das ist hier Peter Lustig für Arme. Das ist eine Freakshow. Das können wir doch nicht senden, sowas. Und da stehe ich mit meinem guten Namen für. Das ist taugt für einen Kindergeburtstag. Für Dreijährige, maximal für Vierjährige. Aber damit ödest du uns hier bis zum, ganz ehrlich, ich fall gleich vor Langeweile vom Stuhl. Ich erlöse uns jetzt alle hier. Nun, Albert, ich fand das heute auch nicht so stark, heute von dir. Da fehlte noch so das gewisse Etwas. Tut mir leid. Aber ich glaube auch nicht, dass es heute Abend für dich gereicht hat. Wie sagte Heidi gerade? Da fehlt doch das gewisse Etwas. Für mich hat da einfach alles gefehlt. Das war ja wohl nichts. Der Typ wollte ein Supertalent präsentieren. Boah! Ich habe mir wunderbar gedacht mit seiner neuesten Erfindung, aber das ist ja von vorne und hinten, das ist ja Pech auf der ganzen Linie. Hier. Ach, komm zu mir, Albert. Au wei, Albert. Was ist denn da schiefgelaufen? Hast du mit so einem Statement heute Abend gerechnet? Maßlos enttäuscht. All meine Hoffnungen sind soeben zerplatzt. Das tut mir leid. Das ist wirklich nicht schön. Ich denke, Albert hat sich trotzdem einen Applaus verdient. Eigentlich ist doch jeder hier der Gewinner. Das war total daneben. Total. Oh, irgendwie tut er mir ja leid. Ja, Albert, das tut mir leid. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Mit einer neuen Erfindung. Aber jetzt geht's erstmal weiter im Programm. Unsere nächste Kandidatin wartet schon sehnsüchtig darauf, endlich im Mittelpunkt zu stehen. Ich denke, es gibt nur eine Kandidatin für heute Abend, die man als wahre Diva bezeichnen kann. Heute, für das entscheidende Finale, hat sie aus ihrer eigenen Kollektion etwas ganz Besonderes gewählt, um ihren durchtrainierten, fantastischen Körper noch besser aussehen zu lassen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, Ladies und Gentlemen, Cordula Ulsen. Cordula, ich glaube, du kannst dich noch so viel bemühen. Deine Fashion ist himmlisch und dein Körper kein Gramm Fett zu viel. Wie drücke ich es am besten aus?
Du hast einfach nicht das Lächeln einer Siegerin. Deine Zähne sind mehr als eine Katastrophe. Aber die sieht doch keiner. Ich mache es kurz. Körperbau und Präsentation, eine 1. Gebiss, eine 6. Nach den Gesetzen der Mathematik macht das im Durchschnitt eine 4. Ist ausreichend. Und ob eine 4 zu dem Sieg ausreicht, das wage ich zu bezweifeln. War nicht hammermäßig, das war Presslufthammermäßig. Das war so geil. Ich habe was Geileres noch nie gesehen in der ganzen Show. Aber dann, ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut. Und die blieb, als du deinen Mund aufgemacht hast. Mir wurde speiübel. Das geht überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, mach den Mund zu. Lächle, aber lass deinen Mund zu, tu uns einen Gefallen und lass den Mund zu. Es reicht nicht. Ein schöner Körper, ein schönes Kleid, okay. Aber diese Zähne... Ich sehe immer noch tausendmal besser aus als die Freundin deines Bruders. So was muss ich nun spicken lassen. Also, das verletzt eine Frau. Das kann ich gut verstehen. Aber sie hat nun mal so ein Dragula-Gebiss. Wie auch immer, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die letzte Finalistin. Bestimmt wird sie uns wieder buchstäblich verzaubern. Hier ist Scarlett Müller. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beginnen möchte ich mit einem Krawattentrick. Dieser Trick ist noch ganz neu. Ich habe ihn extra für dieses Finale geprobt. Aber erstmal brauche ich einen Freiwilligen, der eine Krawatte trägt. Kommen Sie zu mir auf die Bühne. So ein Mist, was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe so oft geprobt und es hat auch funktioniert. Oder darf ich das nochmal, probieren? Bitte. Lass gut sein, Scarlett. Da meldet sich jetzt keiner mehr. Ihr könnt mir ruhig glauben, der Trick hat funktioniert. Ja, ja, glauben wir dir, ja. Bestimmt war deine Schere einfach zu scharf. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nach großer Zauberei sah das nicht aus. Hör mal, Schätzchen. Ich heiße Scarlett und nicht mein Schätzchen. Scarlett, das war nix. Das war gar nix. Kann ich den Trick mit Menschenzersägen euch mal zeigen? Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Und derjenige hat auch überlebt. Ganz ehrlich, Kettenmassaker wäre ja was, aber dieser Krawattentrick, peinlicher ging es ja wohl gar nicht, oder? Da hat ja gar nichts funktioniert. Also bitte, nochmal. Komm zu mir, Scarlett. Nicht traurig sein. Noch ist nichts entschieden. Du siehst ziemlich enttäuscht aus, Scarlett. Was hat da denn vorhin nicht geklappt mit deinem Krawattentrick? Hast du zu wenig geprobt? Zu wenig geprobt? Ich habe so viel geprobt, zum Schluss hatte ich keine Krawatten mehr. Dann hast du bei den Proben also auch alle Krawatten zerschnitten. Nein, bei 2 Versuchen hat es ja geklappt. Verstehe, das war ja denn eine optimale Vorbereitung. Die Regie macht schon wieder Druck. Wir müssen jetzt sofort mit der Entscheidung beginnen. Die Jury kann sich noch kurz beraten. Und dann das Ergebnis verkünden.
Nach langer Beratung und sorgfältigen Abwägen sind wir zu der Entscheidung gekommen. Es kann keinen Sieger geben. Glaub mir, wenn auch nur einer von euch ein Fünkchen Talent hätte, so wäre die Wahl des Siegers mehr als eindeutig gewesen. Aber ihr alle habt überhaupt kein Talent. So, folglich kann es auch keinen Sieger geben. Uns ist auch klar, die Show sollte doch einen Gewinner hervorbringen. Alle wollen doch einen Gewinner sehen. Ich kann Sie alle beruhigen. Es wird heute Abend ein Sieger, eine Siegerin geben. Dazu ist diese Show viel zu professionell und hat einen viel zu angesehenen weltweiten Ruf. Wir werden heute Abend eine Siegerin oder einen Sieger küren. Liebes Publikum, es ist soweit. Die Gewinnerin des heutigen Abends dieser Challenge lautet, zu meiner großen Überraschung, lautet Cordula Olsen. Wow, Wahnsinn! Oh, Gott! Ich bin Gewinner, oh mein Gott! Danke, lieber Gott! Danke, 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 lieber Gott! Aus mir wird ein großes Talent. Endlich wissen wir, wer Germany's Next Top-Talent ist. Wie bitte? Ich denke, wir waren alle gleich schlecht. Warum denn ausgerechnet Cordula? Das kann ich erklären. Dieter, mein jüngerer Bruder, sagt immer, und ihr wisst, wovon ich spreche, ihr seid auch aus dem Showbiz. Ihr wollt da noch hin? Wir sind schon da. Also Dieter sagt, dass sich einfach eine gewisse Weiblichkeit günstig auf die Einschaltquoten auswirkt und das müssen wir einfach berücksichtigen, Cordula. Deswegen heißt die Siegerin Cordula. Herzlichen Glückwunsch, Cordula. Es ist ja grandios, wie du dich gegen deine Konkurrenz durchgesetzt hast. Ich gönne es dir von ganzem Herzen. Ich denke, Cordula ist zu Recht Germany's Next Top-Talent. Ein wirklich atemberaubendes Finale ist nun zu Ende. Ich denke, die Jury hat wieder einmal Fachkenntnis, Kompetenz und gutes Urteilsvermögen vermittelt. Das kommt wohl etwas überraschend für dich, dein Sieg. Und hast du für deine eigene Show schon einen Namen? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Gott, warum nennst du es nicht Cordulas Piepshow? Das war's von Deutschland sucht Germany's Next Top-Talent. Vorläufig. Dann schon in 4 Wochen beginnt die 2. Staffel von DSG-NTT. Und auch dann kämpfen wieder Deutschlands Talente um den Titel Germany's Next Top-Talent. Freuen Sie sich unter anderem auf einen Sterndeuter, einen Aktmaler, einen Verkleidungskünstler, und eine Schlangentänzerin und viele, viele mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund.